Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir sind in Akt 3 und jetzt gehen wir noch in den Solaris-Tempel. Genau. Ich habe noch ein bisschen den Hafen und hier das Battlefield gegrindet. Und ja, ich habe gerade so gute Sachen gefunden. Ich habe jetzt so einen Ring, da wo ich nur einen Ring tragen kann. Und ja, man findet jetzt natürlich irgendwie 12% mehr Items. Das ist doch ziemlich gut zum Starten in die nächste Aufnahmesession. Ich bekomme nämlich in ein paar Tagen das gute Mikrofon über von Teufel, also das Beste. Und ja, ich glaube, das ist dann wirklich dann gute Qualität endlich. Ja, weil eben halt Logitech mega schlechte Headsets macht. Sie sind immer so gut, in den Tests oder so, aber es ist eigentlich, wenn ihr es kauft, werdet ihr es sehen, eigentlich gar nicht gut. Die werden halt auch wirklich bezahlt, damit sie gute Wertungen machen. Jo, jetzt habe ich dafür hier diese drei Levels bekommen und jetzt können wir hier 10% more, das ist wichtig, 10% more und nicht das andere increased, weil more ist besser. Also mehr heißt einfach mehr. Mehr, mehr als mehr. Als erhöht. Genau. So, wir müssten jetzt eigentlich zu den Kriznots hier oben hin. Ja, ich würde gerne dorthin gehen. Sogar. Weil hier ist auch ein Increased Effekt. Weil hier ist natürlich auch noch wichtig, ja, das ist sogar wichtiger, wegen, ich glaube zweimal, ja, Power Charge 20% und 10% Endurance Charge, das ist wichtiger. So, und hier können wir auch noch etwas wählen, dann nehmen wir wahrscheinlich ein Increased Maximum Life oder plus 50 Turbo Maximum Life. Ich würde sogar das vielleicht vorziehen, auch wenn es nicht so stark ist, wahrscheinlich. Die Frage ist, welches? Also Recovery-Rate brauche ich gar nicht so viel, dann nehme ich doch das effizientere. Also Items mit Plus und so findet man häufig. Ja, die Angriffsgeschwindigkeit eben ist noch ein bisschen schlecht. Ja, schon schlecht. Da muss ich natürlich noch ein bisschen mehr kriegen. Genau, da wir nicht physischen Schaden machen, müssen wir jetzt auch nicht so die Angriffsgeschwindigkeit leider reduzieren. Das glaube ich hat nur der Physical Attack Game und den müssen wir gar nicht verwenden. Wenn wir 100% Thunder Damage machen. Er ist eigentlich auf Deutsch, auf Englisch Lightning Damage, okay. Dachte schon eben. Lightning Damage ist es. Ja, da sieht man, ist noch nicht ganz so stark. Uns fehlt einfach das Crit. Aber gut. Wir sind im Aufbau. Ja, und leider eben auch ein bisschen langsam. Ich habe einfach nicht so viel Zeit, zu spielen. Das Spiel braucht natürlich viel längere Spielzeit. Okay, alles in hier. Dankeschön. So. Das macht überhaupt keinen Schaden momentan noch. So ein bisschen Energy Shield Damage. Okay. Auren haben wir alle aktiviert. Ich habe auch noch den Defense Banner reingetan. Hab noch in der letzten Folge. Und das hilft natürlich schon extremst. Also weniger Crits zu bekommen, vor allem, hilft extremst. Ich glaube, wir bekommen gar keine Crits mehr im Endgame. Wir negieren denn alles. Raus. Nicht schlecht. Keine Crits, keine One-Hits mehr.
Jo. Also ziemlich gut eigentlich. Eben halt ein bisschen langsam noch, aber es wird sicher dann auch viel schneller. Vor allem eben das, also es tut schon Ketten machen ohne ja, Chain, oder? Also wenn wir jetzt erstmal Chain haben, dann. Oh geil. Ah, das liebe ich. Strongboxes mit Silberkörns liebe ich. Chainless Cry wieder. Und jetzt schon wieder leider am Ende. Ja, ich muss die immer am Ende aktivieren. Weil ich natürlich immer den direkten Weg nehme, wenn ich es weiß. Okay. Schade, war jetzt auch nicht so gut. Je nachdem, welches Level es ist, sind sie auch besser oder nicht so gut. Naja, in den Maps wird sich das alles lohnen. So. Okay. Hier nehmen wir wieder Geschicklichkeit. So. Schreiben wir das auch an. Attribute Life. Würde eigentlich ziemlich gut sein. Ich brauche nämlich noch kein Negier, also Blocken von Spell Damage Magieschaden. Gut, dann machen wir das gleich mal mit dem ja, Professor holen, ne? Okay, 4 haben wir wieder. Blackguards. Und Imperial Gardens, genau, die sind vor dem Tempel. Ja, die große Hand hat. Okay, dann gehen wir gleich mal dort rechts rum. Wir brauchen jetzt keine Attacke vom Gravitius. Also gehen wir einfach direkt mal kurz in die Garten. Oh. Ja, sehen echt gut aus mit dem Banner. Das Banner sieht richtig gut aus. Also, ich glaube, die sehen immer gleich aus irgendwie. Aber dennoch, sie sehen irgendwie gut aus. Nämlich, ich kann sie auch noch setzen, dann bin ich noch zäh. Also bei jedem Boss, vor jedem Boss, einfach beim Boss hinstellen und ihr seid sehr gut geschützt. Genau. Macht jetzt jemand überhaupt noch Let's Plays auf Deutsch? Weil Doomcloud macht, glaube ich, nicht mehr Let's Plays. Der macht nur noch Streams, glaube ich, Stream-Aufzeichnungen. Ja. Aber trotzdem habe ich halt wenig Zuschauer. Dürft gerne ein bisschen dafür sorgen, dass ich ein paar mehr Zuschauer habe. Aber natürlich alles freiwillig. Genau, Lightning, Physical to Lightning. Ah, so sage ich das immer zuerst falsch. Weil ich es eben nie auf Deutsch, auf Englisch gespielt habe. Ah, da ist der Boss. Tschüss. Oh, Scoring. Nice. Da ist ein gelber. Rare Gegner. Na, der hat sehr viel Leben. Und Akkurat ist er auch noch. Ui, nicht schlecht. So. Also dann gehen wir hier rein, weil wir das brauchen. Nein, brauchen wir noch nicht. Wir machen jetzt einfach direkt durch bis zum Schloss. Wir brauchen ja noch den Schlüssel. Ja, und dann holen wir Gravitius. Der ist wahrscheinlich hier oben. Nicht so schnell, liebe Statuen. Ich muss leider immer die ganze Zeit zielen, draufklicken, bis ich dann Multistrike habe, dann muss ich nicht mehr unbedingt so in die Richtung klicken. Naja. Das Spiel ist halt einfach nicht ausgewogen, das ist es leider. Mal die Nahkämpfe und Kampfattacken wirklich mal richtig super zu machen. Dass sie gut treffen und so weiter oder so. Nee, machen sie leider nicht.
Finde ich ziemlich schade. Und wo ist jetzt diese blöde Peel Hands of God? Eieiei, sonst sind sie eigentlich immer links, oder nein, eher rechts vom Ding. Vom Waypoint, aber jetzt sind sie irgendwo ganz anders. Das ist der Conqueror. Tschüss. Conqueror heißt erobern, glaube ich. Ein Wurm, der irgendwas erobert. Die Pflaume. Die liebe Pflaume. Also eben, ich habe gesagt, ich mache die nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn, wie schlecht die einfach an Low Levels sind. Ja. Okay, hier müssen wir noch ein Ding holen. Können wir das kurz holen? Nein, ich kann es nicht holen. Ich muss das leider nochmal betreten. Aber hier habe ich das letzte Mal wahrscheinlich einfach... Ja, ich habe es vergessen. Das ist in dieser Welt auch da. So, alle Attribute, okay. Einfach darüber hüpfen. So, wo haben wir jetzt? Doch da. Okay, ich bin halt daneben vorbei. Hier komme ich gut durch. Doch jetzt. Also hier auch. Sehr gut. So, und hier ist das Ding, ja. Das Property. So, nehmen wir da die zwei Sachen mit. Und jetzt müssen wir den Schlüssel holen. Also kurz einfach verkaufen, damit wir nicht voll sind. Diese Sachen hier eben. Ja, auch. Ja. Gas Speed ist jetzt auch nicht so wichtig bei uns. So. Die Pflaume noch abgeben. Was bekommen wir da eigentlich? Ich glaube, einen Ring oder ein Amulett. Oder ein Flask. Ja, nur ein Ring, okay. Ja, dann nehmen wir natürlich live. Doch ganz klar. Ui, aber ziemlich gut. Genau das, was wir eigentlich auch gebrauchen könnten. Aber Resistenzen fehlen. Also, wir nehmen unbedingt den Profan Proxy anstelle von dem einen Ring. Und dann den Ring hier dazu. Ah, genau, und jetzt kann ich die tragen. Ja. Würde ich schon gerne tragen. Aber nee, ich will lieber mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Also wenn wir mal mehr Resistenzen brauchen... Oh, ich bin falsch. Ei, 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 ei. Ich will doch ein bisschen Gas geben. Ich will wieder schneller zu den Maps kommen. Komm. Ich mache jetzt ein paar Aufnahmen. Es ist wahrscheinlich noch nicht morgen, da eher übermorgen. Morgen ist ja sowieso Skyrim dran. Dann nehme ich natürlich die Very Special Edition auf und modde dann auch gleichzeitig. Ja, mal schauen. Wie das Modden dann so geht. Aber auf jeden Fall werde ich natürlich lange das Spiel spielen. Genau. Zum Beispiel kann man jetzt auch fischen und es gibt zwei extra Missionen, eine von Oblivion, Elder Scrolls 4 und Elder Scrolls 3 Morrowind gibt es auch noch eine Mission. Es sind sehr viele Mods aktiv, bekannte Mods. Und ich werde einen bestimmten Mod machen, der wahrscheinlich sehr, sehr beliebt wird, aber natürlich am Anfang eher auf Deutsch ist natürlich. Vielleicht kann jemand mir ja helfen, das zu übersetzen. Wird sehr, sehr schwierig sein zu übersetzen. Also so besiegt man General Gravitius. Einfach gar nichts machen. Nur rechte Maustaste gedrückt lassen. Das ist so meine Taktik bei Tanky Bits. Oh Gott, der Bit ist so geil.
Ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich Erfolg hätte mit dem Bild, den Tanki zu machen und angestarrt, aber es ist beides einfach gegangen bis jetzt. Es wird natürlich alles schwieriger sein, aber das ist doch kein Problem. Eben, wir brauchen kein Game, deshalb müssen wir nicht zurückgehen. Und ja, wir brauchen einfach diesen Ankestralprotektor. Glaube ich, heißt, oder? Sehr gut. Oh, Raid. Cool, Level up von Raid. Nice, nice, nice. Und viel mehr. Killen. Alles klar. Oh, schön. Ich mag das Boots, Boots, Boots. Ich bin Pikachu. Ich bin wirklich Pikachu. Genau, Pikachu macht das auch manchmal in der im Anime. Ich habe natürlich schon lange nicht mehr gesehen, vor allem die neuen Folgen habe ich nie gesehen. Aber bei den alten war das immer so, also bei den ersten paar Staffeln war das immer so, dass sie auch immer zzzz gemacht hat. Ich glaube, das ist sogar ein R, oder? Heißt man, was Pikachu ist, aber es heißt irgendwie das Pikachu. Also weiblich. Mal über 1. Naja, ich bin eher Fan gewesen vom Rollenspiel und ja, Pokémon ist ja natürlich sehr wenig Rollenspiel. Deshalb hat es mich eigentlich nie interessiert. Ich war noch ein bisschen zu jung damals, 1997. Und deshalb habe ich mich da auch nicht so extremst damit befasst. Aber die Leute dann 2004, ab 2004, die Jungen dann, die haben sich damit verpasst. Also ich dachte immer, das wäre so für, weiß nicht, 15-Jährige oder so, aber dabei ist es so für 10-Jährige gewesen. Damals, ich glaube, das ist nicht mehr so ungefähr, also jetzt sind sie eher so 13, 14 Jahre alt. Und ja, es hat auch nie mehr, also es ist nicht unbedingt mein Geschmack. Weil die Leute haben sich für Hip-Hop interessiert in diesem Alter und nicht für Pikachu und Dragon Ball oder so. Das kam erst später in die Schweiz. Es ist so smooth, leider ist es noch ein bisschen zu langsam. Wir müssen auch irgendwie ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit und so bekommen. Aber ich habe halt die Schuhe an, damit ich nicht eingefroren bin. Diese Stiefel sind eigentlich schon richtig gut am Anfang. Man ist aber einfach, ja, ein bisschen langsamer. Eventuell hat man sonst halt schon 25 Bewegungsgeschwindigkeit. Aber gut. Eben der Attack Speed ist halt auch. Also Static Strike Level 5. Chain plus 1 times. Okay. Da müssen wir noch auf 4, glaube ich, hochkommen. Ja, die Treffgenauigkeit vielleicht auch noch. Man weiß es nicht. Okay, da oben ist noch ein Essence. Aber diesen Jahr am Anfang nicht so gut. Nehmen wir jetzt mal nicht. Okay, da ist der Gebietsboss. Ja. Der war aber richtig easy. Da müssen wir sicher links. Ja, doch rechts. Na, ist klar, weil wir ja unten schon noch rechts geht eher. Wenn ihr irgendwie Fragen zu einem Map-Aufbau oder andere Fragen einfach habt, bitte ab in die Kommentare. Ich liebe es natürlich schon, wenn jemand etwas schreibt. Und wir haben auch die ersten, bekommen dann immer eine Auszeichnung. Ein Herzchen. Jo. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Okay, da ist nochmals ein Property gefrockt. Sehr gut.
Also es kann sein, dass ich irgendwann mal wirklich mal einen richtigen Schub nach oben mache, damit wir einfach schneller auch die coolen Sachen sehen. Aber ich traue mich fast nicht, weil natürlich für die Leute, die wirklich auch zuschauen, es dann ein bisschen blöde wäre. Ja. Und einfach ein Zweitcharakter könnte ich eigentlich auch hochtreiben. Aber ich weiß nicht, ich schau mal, also. Ja. Einfach einen zweiten Charakter hochtreiben. Okay, das ist komisch, dass man. Dass die Dinge kaputt ist. Die Holy Relic. Die hat überhaupt keine Chance mehr. Es ist so wichtig, defensiv zu spielen in diesem Game. Seht es ja. Ich bekomme keinen Schaden. Ich habe es nur aus Fun, aus Fehler, kurz einen Heiltrank gesoffen. Aber ich habe keinen Schaden bekommen. Der Heiltrank war sowas von unnötig. Ja. Okay, was könnten wir hier nehmen? Also ich muss eigentlich hier, okay, der Toten gibt es gar nicht. Ich nehme Shockwave-Toten und verkaufe ihn einfach wieder. So, also ich denke, das Beste wäre jetzt einfach, ja, da noch den anderen Totem zu nehmen, der Warchief, Ancestral Warchief ist wo, da, und ich brauche noch Cyclen. Spectre und so brauche ich nicht. Ich brauche vielleicht noch Reap auch nicht. Kenne ich jetzt gerade noch nicht so gut. Am Attack Speed, ja, so irgendwas, ein Rage Storm habe ich jetzt noch nie gehört. Ich glaube, wir brauchen jetzt gerade nichts anderes. Genau, hier haben wir noch Change zu blocken. Auf Magie auch. Also, reinlegen, reinlegen. Hier OP-Gem reinlegen. Sonst habe ich hier nichts mehr. Nee. Ja, der Ring ist noch nicht im. Der da, 52, okay. Ja, wenn wir Abyssus haben, dann sind wir natürlich mega OP. Aber bis dann geht's noch einige Zeit. So, haben wir ein Essenz für Attack Speed? Ich denke nicht. Life hätten wir sonst noch. Haben wir Blitzschaden? Ja. Aber nur Space. Auf Glows. Ja, wir haben nur Space. Also, ja, können wir verkaufen. Es bringt nichts. So, und hier haben wir noch einen Fähigkeitenpunkt. So, und dann können wir das auch noch freispielen, glaube ich, wenn wir hier oben sind. Vielleicht ihr Stunner ernehme ihre Kentley, also das dritte. Das wäre nicht schlecht. Das ganze untere brauchen wir nicht, ja. Okay. Nehmen wir das. So, jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Da habe ich schon längere Zeit nicht mehr reingeschaut, weil ich jetzt nichts mehr brauche. Der Ring ist ziemlich gut, aber nicht für unseren Bild. Stuff. Schuhe haben wir auch nicht bessere. Also wenn, dann die hier. Da haben wir 25%, aber wir haben schon 20%. Okay. Genau, was ich noch zeigen möchte, ist, das habe ich das letzte Mal nach der Aufnahme vom letzten Part mitgenommen. Ich brauche das sicher dann ziemlich früh schon.
Jo, und gut, dann laufen wir noch zum Tempel. Jo. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu berichten. Aber natürlich, dass ich extrem erfreut bin, dass das Spiel jetzt auch wieder ein bisschen besser ankommt. Ich mag es natürlich sehr, wenn die Community wirklich auch dem Spiel wieder wirklich auch Zuneigung gibt. Ich bin ja zwar auch ein bisschen, manchmal ein bisschen am Nörgeln, aber ich meine, es ist ja eigentlich nur gut gemeint. Ich verstehe ja die Leute, dass sie nörgeln. Und das ist ja eigentlich auch nichts irgendwie Böses, sondern es zeigt einfach, ja, da stimmt etwas mit dem Game nicht, das muss verbessert werden. Wenn es keine Nörgler gäbe, dann würde das Spiel gar nicht gut werden können. Wenn niemand weiß dann, was eigentlich gut tut in den Spielen. So, ich kann einhändig spielen mit der Taste in der Hand. So, im nächsten Part gehen wir hier rein, in das Wahlnebengebiet. Bis dann. Tschüss.